Willkommen, Bürger und Scharlatane, zu Let's Play Ready or Not. Wir sind heute mit der Pussy Force unterwegs, weil das Polizeiministerium sparen muss. Und wir umweltfreundlich sind, weil es wieder wachsende, nachwachsende Rohstoffe sind. Das heißt, wir sind nur nicht tödlich unterwegs. Mit Gas, Nicht-Gas und Pfeffer und Bohnenbeuteln. Und das Gute ist, man kann Pfeffer. Bleifrei, bleifrei. Und bleifrei. Und der Bojack ist auch unterwegs, der ist auch recycelbar. Und wir werden die auch alle streicheln, wenn wir sie verhaften. Und wenn nicht, können wir die Bohnen essen. Gut. Genau. Ach ja, das ist übrigens eine Tankstelle. Apu wurde überfallen und wir müssen da liegen. Da liegt vielleicht schon Apu, ja. Okay. Und dann pussyforcen wir voran. Hat der Apu nicht Lebensmittelladen? Ja. Ach so, ja. Aber es gibt doch eine Folge, wo er eine Tankstelle hat. Also Zapfsäule heranbaut. Ich finde es toll, dass wir so nicht tödliche Gewalt anwenden, aber so politisch korrekt, nee, ist nicht so unser Ding. Wir sind die Pussyforce. Diese Pussy Riot. Genau. Wir wollen links lang, hat man uns überlegt, ne? Ja. Genau, okay. Ich gehe mal vor mit meiner nicht tödlichen Bohnenschleuder. Schleuder. Sieht aus wie eine Schrotflinte, ist aber keine. Die schleudert Bohnen. Das ist Oh, ist offen. eine Bohnenflinte. Oh, ist offen, okay. Da liegt auch eine Bohnenflinte. Wird mal absichern. Versuchen die Tür zuzumachen. Das noch eine andere Tür ist auch offen hinten in den links, also wenn du durchguckst am Flur, links von dir ist die Tür offen, ja. Kann die Tür nicht greifen. Okay. Jetzt warte, 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 warte. Okay. Sagen, durchsuchen wir erstmal den hinteren Bereich. Ja. Hier war doch irgendwo so ein Schuppen, ne? Hier. Tür ist verschlossen. Ich muss mal mein Schweizer Armee-Messerchen holen. Knisch, 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 knisch. Ich pieke. Ist leer der Raum. Lagerhalle ist leer. Okay. Wollen wir das Restaurant oder durch die blaue Tür? Ah, gute Frage. Ich würde Tatsache durch die Tür hier. Dann sind wir auf engeren Raum und mit den nicht tödlichen Waffen, das ist wirklich nochmal ein bisschen eine Ja. Herausforderung. Wir haben ja Schnuffels auf, die anderen werden ja sterben. Ja, wir haben Gas dabei, genau, weil wir sind zu human geworden mit der Polizei. Genau, alles natürlich abbaubar, das ist Gas von Kühen. Genau. ich gehe nach rechts, du gehst nach links oder so? Ja, ne? Okay, ich gehe dann. Okay, die ist 1, 2, zu. 3. Okay, bei mir ist alles zu. Okay, ist aber schießt du auf. Okay. Ich hab'n. Er ist weggepfeffert. Ja, nimm das, du! Ja, schöne Hände hoch. Ja, du und deine Bling-Bling-Szene. Wenn du mir das safe ist, sagst Bescheid, ne? Jo, ich bin safe, ich habe hier zwei. Okay. Ich traue mich nur nicht mit der nicht tödlichen Waffe hier runterzunehmen. Fakko? Okay. Gerade unautorisierte Gewalt? Na, hat er falsch aufgenommen. Ich habe ihn eigentlich nur gefesselt. Okay, ich mache bei mir wieder die Tür zu. Auf Wiedersehen. Ich guck mal, hier ist noch ein Klo irgendwie. Ich guck mal durch schnell. Ich kann nicht eingucken ins Klo, aber das ist klar, das kriege ich mit meinem Gas notfalls. Jo, Klo ist Ich habe sicher. hier noch diese scheiß Tür. Ach, hier ist, ach, scheiße, hier sind auch die Schränke. Ist einer drin? Nee. Oh, ja, genau. Guck unbedingt in die Schränke. Ich melde mal den. Okay. Ich versuche sie einzukacken. Eingekackt haben sie, glaube ich, schon. Dann kack sie mal an. Oh, waren sogar zwei Bösewichte. Get your hands off me! Achso, ich mach mal hier oben die Kamera an, da sieht man, was Bojack sieht. Wir haben's gesehen. Verdammt, jetzt wo die Kamera läuft, scheiße. Das war natürliche Gewalt, ist abbaubar. Okay. Oh, ich hab eine Zone gefunden. Sehr schön. Und war links die nächste Tür? Jo, ich guck mal durch.
Das Restaurant, also liebe Leute, wir kennen die Map schon, also da brauchen wir euch jetzt nichts vormachen. Ja, die Ja, ist schon älter. also ich kann bis zum Tresen gucken, der Rest ist aber viel mehr sehe ich nicht halt. Ne? Würde ich sagen, machen wir erst hier den Flur weiter. Jo, ich hole mal neue Pfefferpatronen. Denn, okay. Ups, ah, ich wollte gucken. Magazin ist ja voll. Okay, ich guck mal hier durch die erste Tür. Ist der Pausenraum? Eine Tür ist offen, rüber zur Tankstelle. Zwei Türen sind offen, aber ich kann sonst keinen Typen sehen. Das ist mir zu viel. Oder wollen wir ausgasen? Ja, ich meine, dafür haben sie dabei, oder? Ja, komm, wir müssen sie auch benutzen. Ich guck nochmal durch. Ja, es ist, ja, das ist der Pausenraum mit Doppeltür. Okay. Ich mach auf und du gasst. War das eine Gasgranate oder war das ein Flashbang? Also eigentlich hatte ich Gas ausgerüstet, aber vielleicht. Ich war gerade richtig unterdrückt. Ich mach selber mal Ich, Gas. niemand, niemand wird hier unterdrückt. Niemand wird hier unterdrückt. Sie will es vor mir in der Küche. Sieht aus wie der Koch. Also bei mir gast es. Den Zivilisten gehabt, der ist weggerannt. Okay. Aus wie ein Koch. Aus wie ein Koch. Oh Gott, hier wird es ein bisschen verwinkelt da. Das ist Ich die sage, wir Küche. machen erstmal die anderen Räume. Also drüben hat bei mir keiner gehustet. Hast du den hier gemeldet? Nee, da habe ich bloß die Gasgranate reingeschmissen. Was? Ja. Wo ist dein Der Kopf? atmet eh nicht mehr, wie man sieht. Der lüftet aus. Alter. Oh, hier ist einer. Zivilist? Sieht aus wie ein Zivilist. Oh, sorry. Oh, Entschuldige, nee, irgendwie du. Ich sicher dich ab. Also, hat Fogg mir gesagt, Officer? Na, warte. Keine Gewalt, keine Gewalt. Ich, das ist hier eine erzieherische Maßnahme. Mach mal den Schrank auf. Ist keiner drin? Ah, hier haben sie die Kasse ausgeräumt, okay. Gemeldet ist er. Ich guck mal. Ah, man sieht durch den Dreh, sieht man hier nicht viel. Okay. Der ist Nach gemeldet. hinten, nach hinten ist noch ein Raum. Da ist noch eine verschlossene Tür. Wo meinst du? Entschuldige, hier entlang. Ah, hier lang, okay, ja. Dann gucken wir da mal durch. Weiß nicht, hab ich das ein bisschen umgebaut? Es sieht leicht geändert aus, ja. Hier ist überall das Geld. Hi, Mudassir. I got your message about the on-site safe. I am trying my best to get that sorted out as soon as possible. I know okay, ich habe den Anrufbeantworter angemacht. Been a huge problem and, Pausenraum. You know, the bank has been having a lot of issues. Okay, wollen wir erstmal einen Tankstellen-Shop vorne rein? Ja, würde ich sagen. Da müssen wir zur Küche, glaube ich, war das, ne? Genau, und dann Ja, ist da das war hier. genau die Tür. Ja. Hier war irgendwo ein Koch, also nicht erschrecken. Na, der muss ja eigentlich Richtung Restaurante gerannt sein. Ist er. Okay. Okay, er kooperiert nicht, ich taser ihn. Okay. Oh, 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 links, 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 links. Ah, gut, das ist Panzerglas, das ist Vorvitor, oder? Das ist doch kein Panzerglas im Restaurant. Okay, der kommt rum, der Typ. Oh, nee, nee, oder nicht, 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 okay, der ist im Restaurante. Okay, Restaurante, Restaurante, Restaurante. So, wo bist du durch? Wo bist du hin? Na, ich bin hier, komm hier zu mir. Ah, okay, komm zu dir. Am Fenster muss aufpassen, da schießt er. Und dann ins Restaurant okay, rein. Aber wie kommst du denn darauf, dass die Panzerglas haben, Mann? komm mal hier wieder raus, pass auf, ihr könnt da schießen. Nachdem, wo er ist. Da hinten ist er, auf der anderen Seite. Runter. Okay, ich kann da nicht wirken mit meinen. Okay. Nein, da will ich nicht hin. Nein, nee, komm mal wieder rein. Das ist, ich glaube, das wir ist. Müssen ins Restaurant. Ich habe auch noch eine mal die Idee mit den nicht tödlichen Waffen? Du? Okay, pass auf. Ist hinter mir, ja, ne? Ja, ich kann mal in die Kamera gucken. Okay. Der wird echt gepfeffert. Das ist Zivilist, okay. Komm, Pfeffer! Okay, er gibt auf.
Runter mit dir, du Zivilist. Er kooperiert nicht. Tesa. Tesa. Achso, muss man nachladen. Es gibt da auf, okay. Na, Strumpfmaskenmann? Ja, aber ja, das ist Wahnsinn. Frage. Hey, wo sind die Geldbeutel? Warum schon wieder unautorisierte Gewalt? Also noch gewaltfreier geht's ja gar nicht. Ja, ehrlich. Das sind abbaubare Produkte. Ne? So, irgendwas fehlt noch. Achso. Ich will ja auch keinen dicken Pfeffer bekommen mit denen, aber... Irgendein Zivilisten... Ach, vor der Tür, den haben wir noch nicht gemeldet, ne? Stimmt. Okay, jetzt alle Verbrecher haben wir. Dann ich geh mal durch das Gebäude nochmal durch. An der Küche lang. Hast du dich nochmal einen verbraten? Nein, das war die Tür. Ich habe nur die Tür aufgemacht. So, weil die das so gezuckt ja, haben. Das ist ja erlaubt. Okay, die muss ich aufpicken, die Tür. Picken wir mal auf. Wo versteckt sich der Letzte? Sie ist immer einer, der sich versteckt. Jedes Mal. Das ist wie bei mir auf Arbeit. Wieso geht die Tür nicht auf? Okay. Das ist die Tür. Hey! Hey! Runter mit dir! Du siehst genauso aus wie der Typ mit der Knarre. Ich habe auch einen gefunden. Okay. Mitarbeiter. Ach, das war sogar ein Bösewicht. So? Ja. Ich habe noch einen Mitarbeiter gefunden in der DVD-Abteilung. Okay. Wo ist deine Waffe? Ach, da hat schon die Waffe weggeschmissen, so getan, als wäre. Jo. Cool. Mal gucken, wie viel Gewalt haben wir verursacht? Nicht genug. Oh, oh, oh. Oh. Oh, was? Was, 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 was? Wir hätten es rangekriegt, wenn ich die... Wieso hast du ihn geschlagen? Ich hab niemanden. Du hast ihn geschlagen. Ich hab's gesehen, dass du einen geschlagen hast. Wenn die nicht kooperieren und ich verbrat ihn eine, dann ist es doch. Ist das dann unautorisierte Gewaltanwendung? Sieht so aus. Ich weiß nicht, wie der Spieler es so wertet. Also bei der Pussy Force sowas halten wir nicht gut. Also du musst nochmal in den Stuhlkreis drüber reden. Ja, ist in Ordnung. Da können wir auch nochmal darüber reden, wie du den Typen, die da getreten hast. Ich hab ihn nicht getreten. Ich schon ergeben hatte. Ich hab ihn nur anders sogar gesehen. Und meine Bodycam auch. Ich hab ihm eine Gasgranate ins Gesicht geschmissen. das war lustig. Ach, liebe Bürger und Scharlatane, ja, ihr merkt, wir haben da ein bisschen Spaß bei gehabt. Nett zu sein. wir haben immer Spaß, ja. Genau, dann lade ich das auch mal demnächst hoch und dann werden wir sehen, was ihr davon haltet. Na dann, tschüss. Genau. Tschüss.